Musik ist für mich da im Ganzen. Drum stimme ich mit ein in diesen wundervollen Klang. Mein Leben lang. Willkommen zur nun schon 7. Folge von unserem Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Und ich bin's wieder, Christine vom Mein Herz lacht Team. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was es mit der Musik im Intro auf sich hatte. Die hat Annette Zanker-Belz komponiert. Sie ist heute unser Gast im Podcast und erzählt uns, wie sie allen Menschen von jung bis alt die Sprache der Seele nahebringt. Und zwar auch Kindern, die nicht an regulären Musikkursen teilnehmen können. Wie Annette das macht und wie sie unseren Eltern so zu einer musikalischen Auszeit verholfen hat, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran! You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Liebe Annette, herzlich willkommen im Podcast von Mein Herz lacht. Du bist keine betroffene Mama, sondern eine Musikpädagogin und dein Motto heißt lebenslang Musik. Was verbirgt sich denn dahinter genau? Lebenslang Musik, dahinter verbirgt sich die Idee, dass Musik eigentlich wie ein roter Faden sich durchs Leben zieht und dass alle Menschen auch selbst mit Krankheiten oder mit Einschränkungen, auch wenn sie ihr Zuhause nicht mehr verlassen können, dass sie eben trotzdem auch Teilhabe erleben und ja, Musik machen können, ganz einfach. Die Idee von lebenslang Musik ist, Senioren und Senioren im hohen Alter in ihrem eigenen Zuhause das aktive Musizieren zu ermöglichen. Und dafür bildet lebenslang Musik Menschen weiter und qualifiziert, zum Beispiel pflegende Angehörige und auch Amateurmusiker, um eben ganz vielen Senioren dieses Angebot zukommen zu lassen. Sagst du auch noch ein paar Worte kurz zu dir, wer du bist, was deine Ausbildung ist oder was du genau beruflich machst? Ja, gerne. Mein Name ist Annette Zanker-Belz und ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Mama einer 4-jährigen Tochter. Ich lebe mit der Familie in Heilbronn. Mein Thema ist so für mich auch mein roter Faden, dass ich seit fast 20 Jahren lang begeistert Musik mache mit Menschen, mit Kleinen und Großen, mit Jung und Alt. Und ich habe Musik auf Lehramt ursprünglich mal studiert, habe an vielen Schulen unterrichtet, war als Chorleiterin, als Referentin tätig für Eltern-Kind-Gruppen und auch sogar als Musikvermittlerin mal eine Zeit lang für die Internationale Bachakademie gearbeitet. Und letztendlich eigentlich bis hin jetzt zu dem, dass ich auch irgendwann für mich wichtig war, dann aber auch mit den Alten und mit den ganz alten Menschen. Und da hat es mich dann dazu getrieben, dass ich dann auch noch Geragogik studiert habe und bin mittlerweile auch Musikgeragogin. Ah, Musikgeragogin, was ist das denn genau? Eine Musikgeragogin vermittelt zum einen Musik und möchte für Musik und das Musizieren begeistern. Und zum anderen Geragogik, wo es darum geht, um Bildung und Lernen im Alter und auch auf dem Weg ins Alter und auch das Thema Altern als Prozess. Und jetzt als Musikgeragogin ganz konkret in der Praxis geht es einfach darum, dass ich eine 90-jährige Dame zu Hause besuche und dort im Wohnzimmer oder am Pflegebett mit ihr musiziere, mit ihr singe, mit ihr Musik höre, übers Leben spreche, lache, eben dieses Musizieren ermöglichen. Und auf der anderen Seite machst du dann aber auch Musik mit Kindern oder auch mit besonderen Kindern? Ich mache einfach Musik mit Menschen. Und zwar unabhängig von ihren Herausforderungen oder Einschränkungen oder Krankheiten oder ihren vielleicht Besonderheiten, die sie haben. Und das ist, glaube ich, auch so das Besondere an dem Thema auch, ich biete keine Therapie an, sondern ich biete Musikpädagogik, Musikgeragogik für alle Menschen. Ja, deshalb also auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Mein Herz lacht, ja, ist, glaube ich, so auch das Besondere gewesen, dass ich genau mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung so in dieses Projekt gegangen bin. Wie kam das überhaupt, dass du die Gail von Mein Herz lacht kennengelernt hast?
Ich bin im Winter 2019 ins Social Impact Lab in Stuttgart gekommen. Dort habe ich ein Stipendium gewonnen für die Idee von lebenslanger Musik. Die Gail hatte das ein Jahr, glaube ich, vor mir auch bekommen. Und dann ist das Schöne einfach in so einem Programm, dass man einfach ja auch die alten Stipendiaten kennenlernen kann und dass man sich einfach vernetzt. Und ich habe sie dann wirklich, also ich glaube, das war ich, die sie dann angesprochen hat und einfach ein paar Fragen und Impulse und Austausch und so kam das dann. Und ich glaube, das Besondere bei der Gail ist einfach, sie ist ja auch so wirklich eine Powerfrau, ja, und so voller Liebe und voller Begeisterung auch für diesen Verein. Und mich hat es auch sehr inspiriert und das hat mir sehr viel Mut gemacht. Und auch dazu noch als Mama. Ne? Also zwei Mamas, die dann gründen wollen und auch noch so ein soziales Unternehmen gründen möchten. Das ist, glaube ich, so diese Gemeinsamkeit, diese Verbindung, die wir da gespürt haben. Ja. Dann habt ihr überlegt, dass es auch eigentlich ganz gut zusammenpassen würde, dass du quasi Angebote machen kannst für die Vereinsmitglieder? Oder wie kam das zustande? Ja, die Gail kam dann auf mich zu und meinte, du, wollen wir auch mal ein gemeinsames Musikangebot machen? Und dann kam ja gerade irgendwie noch Corona und dann war die Frage, naja gut, wie könnte man das gestalten? Und ja, ich fand es einfach spannend, weil ich einfach schon allein diese Idee so toll finde, die Eltern zu stärken und ja, da wirklich Empowerment zu schenken. Und ich dachte, ja, das ist ja genau das, was man mit Musik einfach super machen kann und was auch schon immer mein Ding ist. Und so kam das dann zustande, dass wir dann überlegt haben, da wirklich mal ein Projekt zu machen, was dann auch ja sich über mehrere Online-Bausteine, sag ich mal, sich gestreckt hat. Und das haben wir dann, glaube ich, ganz erfolgreich einfach gemeinsam gemacht. Das heißt, ihr habt direkt online gestartet, auch wegen Corona. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Waren das dann die Eltern oder Eltern mit ihren Kindern? Oder wie ist das dann abgelaufen? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen beschreiben, dass wir uns das vorstellen können. Also es war so mir vor allem sehr wichtig, dass es ein Musikangebot ist, was jetzt jeder sozusagen barrierefrei machen kann. Und ich habe mir dann auch überlegt, zum einen geht es ja wirklich darum, die Eltern und die Mamas zu stärken und für sie auch mal so eine Art Auszeit irgendwie anzubieten. Und zum anderen geht es auch darum, die Familien zu stärken und Impulse irgendwie mitzugeben, was man dann auch nachher außerhalb jetzt von so einem Musikkurs irgendwie einbauen kann, zum Beispiel in den Familienalltag. Und deshalb habe ich dann so einen mehrteiligen Eltern-Kind-Musizierkurs angeboten und es ging dann immer so 30 Minuten. Dann gab es noch einen Gesangsworkshop für die Mamas online über Zoom. Mhm. Und es gab dann noch Einzelstimmenbildungsstunden. Also wirklich nochmal mit einzelnen Mamas, die gesagt haben, ach, ich würde es gerne vertiefen und habe da noch Lust drauf. Soll ich noch ein bisschen erzählen in den einzelnen Bausteinen, was wir da gemacht haben? Ja, gleich, sehr ja? gerne, ja. In dem, zum Beispiel in dem mehrteiligen Eltern-Kind-Musizierkurs, da konnte eigentlich jeder mitmachen, wie er oder sie ist. Also wir haben dann gemeinsam gesungen. Wir haben geklatscht, getanzt, im Sitzen, im Liegen, im Stehen oder auch mal, es gab auch mal so kleine poetisch Wohlfühlmomente, würde ich das benennen. Zum Beispiel, dass die Kinder, ich habe das dann natürlich moderiert und angeleitet und habe dann gesagt, so, ihr seid jetzt irgendwie ein Baum und die Mama ist jetzt der Wind, ja, mit ihren Händen, der dann durch diesen Baum und da gab es eben so ein Gedicht dazu und dann war das auch nochmal wie so eine Berührungseinheit, so eine Art Massage zum Thema Baum und Wind und Blätter und einfach um das Ganze, ja, um so diese Stimmung wirklich so mitten in den Familienraum oder ins Wohnzimmer zu kriegen. Und bei diesem Eltern-Kind-Kurs war mir auch ganz wichtig, dass es da kein richtig oder kein falsch gibt. Es gab keine Leistungsbewertung. Jeder hat in seinen Möglichkeiten mitgemacht und auch in den Möglichkeiten, was jetzt die Mamas auch wie ihre Kinder zum Beispiel gesehen haben. Also es waren ja auch Kinder, die teilgenommen haben, die zum Beispiel an einer Beatmungsmaschine waren oder na, also einfach auch nochmal wirklich ganz besondere Herausforderungen da waren, aber die auch gleichzeitig einfach, wo ich dann immer wieder so in der Moderation gesagt habe, ihr könnt selbst auch jetzt entscheiden, ihr Mamas, und sehen, was jetzt eurem Kind gut tut. Na, also ich habe immer so kleine musikalische Ideen gegeben und dann konnte das individuell gestaltet werden zu Hause. Ja, schön. Und ja, also ich glaube, dass die auch selbst das Online, was vielleicht für manchen jetzt von den Zuhörern, vielleicht kommt so der Gedanke, hey, wie soll das gehen, ja, so gemeinsam musizieren, das war wirklich total gut machbar. Also es war sogar eine große Chance eigentlich.
Na, für diese Eltern endlich mal, also ich sage jetzt endlich mal, weil so manche sich ausgedrückt haben, endlich können wir mal bei einem normalen Musikangebot teilnehmen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das gerade, wenn man dann nicht diese Anfahrt hat und muss, vielleicht ist jemand im Rollstuhl, muss das alles verladen und bis man dann mal irgendwo ist und dann muss man alle möglichen Dinge mitnehmen, ist das ja eigentlich sehr komfortabel, wenn man so von zu Hause teilnehmen kann, einfach wahrscheinlich mit Video habt ihr das gemacht oder manche einfach per Handy oder so, stelle ich mir das vor. Und sich dann auch das rausnehmen kann, was für einen persönlich passt. Ne? Also das ist dann so gedacht, dass ich auch ein bisschen neue Ideen bekomme und kann das dann immer wieder in den eigenen Familienalltag einbauen, oder? Ja, ganz genau. Das ist sogar für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich Impulse gibt und die auch umsetzbar sind. Ich mache da keine Dinge, die eine Mama oder ein Papa nicht auch mit seinem Kind machen könnte. So, ja. Also Lieder singen miteinander oder dann zeige ich eben, wie man dazu vielleicht was klatschen kann oder wie man sich dazu bewegen kann. Also diese Impulse geben. Und denk, was so ein bisschen die Besonderheit war, das hat man halt nicht, wenn man sich jetzt in einem Raum trifft. Ich denke, bei dem Online-Musizieren ist eben so gewesen jetzt, dass die Familien haben sich dann auf stumm geschaltet, weil wir haben sonst eben die Rückkopplung oder dann singt einer und der andere ist zeitverzögert und das klingt dann halt, dann weiß ich gar nicht, wo man ist. So. Ja. Und dann, ich war die ganze Zeit dann eben an, ich habe ja dann durchgeleitet, aber zwischendrin war mir ganz arg wichtig, dass dann die Kinder und die Familien doch immer wieder auch mal zwischendrin zu Wort kommen. Also zum Beispiel habe ich das eingebaut beim Anfangslied, ja, beim Begrüßungslied, zum Beispiel den Namen. Also ich habe alle dann namentlich musikalisch begrüßt und dann haben die sich angeschaltet und dann gesagt, hallo und so weiter. Und genauso auch am Ende und dass man auch nochmal einen Raum hat, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und gesehen haben sie sich immer. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so das ganz Besondere, dass wir da trotzdem, trotz dieser Distanz waren wir uns trotzdem nah und wir konnten eben auch da echt ein tolles Gemeinschaftsgefühl herstellen. Und ich glaube, das ist einfach auch jetzt bei Mein Herz lacht, denke ich, so ein zentrales Thema. Ich bin nicht alleine. Ja, und jeder ist willkommen, ne? Egal wie er ist, was man hat oder welche Herausforderungen man hat, dass da einfach jeder dabei sein kann und sich nicht irgendwie schämen muss oder denkt, oh, alle anderen sind in Anführungszeichen normal oder so. Wie würdest du die Stimmung beschreiben, die ihr hattet? Also ich war so berührt von dieser Stimmung. Also ich habe wirklich schon, bei 20 Jahren musiziere ich mit Kindern und mit Familien. Diese Stimmung, die war durchweg unheimlich positiv. Und man muss dazu sagen, das sind ja wirklich Kinder, die schwerste Krankheiten haben, ja, und schwerste Behinderungen. Und das war so eine positive Grundstimmung, da war so viel Lebensfreude. Und da kam so viel zurück, auch an Dankbarkeit, was auch mir dann wiederum sehr viel geschenkt hat, ja, weil was mir auch sehr viel Mut gemacht hat. Das war wirklich ganz, ganz wundervoll. Und es waren ja auch Kinder in jedem Alter dabei, also von dem kleinen Kind bis zu 7-8-Jährigen. Und da fand ich auch sehr besonders, dass es überhaupt gar kein Thema war. Und habe dann, und das ist die Chance in der Musik, das ist das Tolle an der Musik, da kann man eben sehr, sehr stark differenzieren. Also ich habe dann immer wieder beim Musizieren gesagt, so beim nächsten Lied könnt ihr entweder einfach zuhören oder dazu singen. Ihr könnt euer Kind berühren, ihr könnt aber auch dann zum Beispiel die älteren Kinder, bei denen waren ja auch Geschwisterkinder mit dabei, also auch ganz gesunde Geschwisterkinder, die dann irgendwie, wo ich dann immer gesagt habe, jetzt könnt ihr zum Beispiel diese Body Percussion machen, ja, oder einfach nur klatschen oder auf den Tisch hauen und alle diese Möglichkeiten eben, die haben wir in der Musik und das ist das Tolle daran, ja, dass es da keine Barrieren gibt. Ja, das ist wirklich super. Und hast du im Nachhinein dann auch ein Feedback von Eltern bekommen oder hast du da noch irgendwas im Ohr, was Eltern gesagt haben? Ich fange mal so an, vielleicht mit einer der schönsten Rückmeldungen, die ich von einem Kind bekommen habe. Ein Kind, also das hat mich auch wirklich zu Tränen gerührt, hat irgendwie so gemeint, Annette, du bist für mich wie ein Engel, der zu mir die Musik bringt. Und das bedeutet mir so viel, das ist jetzt so viel Liebe, was du hier irgendwie zu uns bringst. Und ich empfinde mich ja selber wie so eine Botschafterin mehr, ja. Aber ich nehme das jetzt einfach auch für die Musik und diese Dankbarkeit, die dieser Junge dann geäußert hat gegenüber der Möglichkeit, die er da hat. Einfach diesen Rahmen, ja, und den letztendlich auch ja die Gail mit Mein Herz lacht einfach bietet.
Und das muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt und das trage ich sehr in meinem Herzen mit, klar. Also mich rührt das auch schon, wenn du das nur so erzählst, dann ja, kommen mir auch schon fast die Tränen, weil das, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes ist, wenn man vielleicht sonst nicht so die Möglichkeiten hat und dann kommt quasi jemand zu einem nach Hause, so ein bisschen fühlt sich das ja an und macht Musik mit einem und dieses Lebensgefühl, also ich kann mir das super gut vorstellen, dass das wirklich von Herzen kommt und dass man da ganz viel bewegen kann. Ja, und auch bei den Eltern, also die kamen halt dann schon auch hinterher immer mal wieder so Sätze wie zum Beispiel, meine Jungs, die sind jetzt so entspannt. Ah, also wow, hinterher. Ne? Ja. So, oh, super. Dann dachte ich, ja, genau, irgendwie so Ziel erreicht, juhu. Ja. Und das Feedback nach dem Gesangsworkshop und auch nach diesen Angeboten für die Eltern, da ging es so in die Richtung, mein persönlicher Akku ist jetzt wieder voll aufgeladen. Okay, also ja, dieses Singen, um selber wieder Kraft zu schöpfen, oder war das auch so deine Intention mit diesem Singen, oder magst du da noch ein bisschen was zum Hintergrund vielleicht sagen von so einem Gesangsworkshop? Ja, dieser Gesangsworkshop, das war dann so der zweite Baustein. Und da habe ich im Prinzip so meinen Koffer, meinen musikalischen, geöffnet und habe alte und neue Lieder mitgebracht, poppige Songs, irische Balladen, bis hin zum Schlaflied. Und wir haben sehr viel auch so gemeinsame Stimmbildung am Anfang gemacht, zum Warming-up. Und letztendlich auch da wiederum so die Idee, es ist jetzt eine Auszeit für dich und auch ein Raum, um Neues zu lernen, um dich selbst zu entdecken. Weil ich glaube nämlich auch, dass diese Stärkung, diese auch Resilienz oder so, wovon wir immer sprechen, ja, das fängt ja bei uns an. Also erkenne dich selbst, kenne dich selbst, kenne deinen Körper, kenne deine Stimme und dann darüber zu wissen, wie man jetzt auch in eine Stimmung letztendlich reinkommen kann, die dann einfach auch aufs Umfeld, auf die Familie, auf das Kind sich dann positiv auswirkt, so, ne, und auf uns sich selbst eben einfach auch in eine sehr gute, positive Grundstimmung zu bringen. Oder wenn ich dann mal traurig bin, dann könnte ich das auch als Mittel nehmen, dass ich vielleicht ein bisschen singe, ein Lied anstimme und mich selber dann auch wieder ein bisschen stärke und in eine andere Stimmung komme. Ist das auch so die Idee dahinter? Ja, ich glaube letztendlich zum Beispiel zum Singen, das können wir überall und in jeder Situation. Viele tun es gerne auch mal unter der Dusche, weil es da schön halt und unbeobachtet ist. Ist doch super, ja. Das Singen, das ist was, wo ich wirklich zu mir auch ins Innerste vordringen kann, ja, wo ich eben auch durch die Resonanzen, die erzeugt werden, also ich bin ja das Instrument, ich komme zum Klingen, ja, also ich erlebe mich auch selbstwirksam, ich kann hier was und dann gleichzeitig eben kommen auch noch so Aspekte dazu, einfach ganz viele neurowissenschaftliche und musikpsychologische Erkenntnisse, dass man einfach diese gesundheitsfördernden Aspekte noch hat, also durch die Tiefatmung, ja, dann man hat einen bestimmten Muskeltonus, auch das kann man üben oder trainieren und lernen und dann kommt man in eine gute Körperhaltung. Und es ist insgesamt einfach sehr gesundheitsfördernd. Und ich glaube, das ist noch zusätzlich dann auch positiv für die Stimmung. Singen ist ein super Mittel gegen Depressionen. Das wissen wir eben auch schon aus vielen Forschungen. Überhaupt Musik, ja. Ich habe da jetzt auch diese Bilder vor Augen in Corona-Zeiten, was, glaube ich, in Italien vor allem angefangen hat, wo die Leute so auf dem Balkon stehen und dann gemeinsam Musik machen, ne, über die Häuser hinweg, weil sie nicht raus durften. Und da sieht man ja auch, dass das so die Gemeinschaft fördert und eben auch in schweren Zeiten einen so ein bisschen wieder aufmuntern kann, ne? Also ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine Wirkung. Oder gibt es noch irgendwas zu den, ich sag mal, wissenschaftlichen Hintergründen, weil du da ja auch ganz viel Wissen hast, was man sagen kann, wofür Musik alles gut ist? Das, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist einfach schön, dass es so mal auch nach außen getragen wurde, was ich jetzt und auch meine Kollegen seit vielen Jahren ja aber auch schon erkannt haben und was wir immer wieder sagen, das Musizieren oder die Musik, die Sprache der Musik, war vor unserer gesprochenen Sprache da. Das wissen wir auch eben, ja, anthropologisch. Und letztendlich ist es ja wirklich eine Sprache, die jeder verstehen kann. Und das ist auch eine Chance, um damit zu kommunizieren. Auch ein Beziehungsaufbau und Beziehungen stärken, Beziehungen mehr Tiefe geben auch. Und wenn man jetzt auch gerade an die Familien denkt, wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam zu Hause ein Lied singt oder auf einmal, was ich, kommt ein toller Song im Radio und man fängt an, miteinander zu tanzen, ja, sofort bin ich in einer Beziehung mit meinem Kind.
Das ist eben das Tolle daran. Braucht dann aber nicht irgendwie sagen, komm, wir haben jetzt Spaß, ja, sondern ich mache es einfach. Und es ist auch oftmals so ein Hin und Her. Wir kennen ja zum Beispiel aus dem Spiritual und Gospel so dieses Call and Response. Und das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, was man in der Musik sehr oft findet. Also ich habe immer einen Call, einen Ruf und eine Antwort. Und dann ist der Nächste mit dem Ruf und Antwort. Und dieses Ping-Pong geht gerne hin und her. Oder bitte ich mal gemeinsam synchron. Oder wir haben auch mal eine gemeinsame Pause. Also Musik ist nicht gleich immer, die ganze Zeit geht es durch, ja, also nonstop. Ich wollte jetzt aber nochmal fragen, wenn Eltern, die jetzt nicht dabei waren bei deinem Online-Angebot und sagen, wow, das klingt super, das würde ich auch gerne mal zu Hause probieren, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich da anfangen soll. Hast du da vielleicht noch so einen kleinen Tipp, wie jeder zu Hause das irgendwie einbauen kann in den Alltag? Ja, einfach das zu nutzen, dass man schon im Alltag, schon morgens beim Aufstehen zum Beispiel, im Prinzip das ganz spielerisch einbauen kann. Also indem man vielleicht ein bestimmtes Morgenlied hat oder beim Anziehen, also mit den kleinen Kindern, kann man halt super das Anziehen verbinden mit einem Anziehlied, was ich, den Hampelmann, ja, also jetzt steigt Hampelmann, kennt man vielleicht, oder jetzt zieht Hampelmann sich seine Hose an, so. Mhm. Oder dann zum Beispiel auch Lieder vorm Essen. Also manche Familien haben auch schon Rituale zum Essen, das kann man auch gut verbinden mit einem Lied, auch mit vielleicht religiösen oder christlichen Liedern verknüpft. Man kann sogar Küchenmusik machen, einfach, wenn man gemeinsam kocht, ja, kann man mit Topf und Löffel zum Beispiel auf einmal so einen Groove machen. Das ist sicherlich auch ganz cool, mal für ältere Kinder, für Teens und Teenager und dann natürlich bis hin zum Schlaflied. Also für mich ist also dieses Sinnbild meines Koffers steht auch so für mich so ein bisschen fürs Leben und auch, was packe ich da so ein auf der Reise des Lebens und auch, welche Musik packe ich denn da ein? Und welche Musik ist wirklich so meine Playlist des Lebens? Mhm. Und dann ist die Frage, kann ich die vielleicht wirklich mal festhalten? Also welche Lieder tun jetzt mir zum Beispiel als Mama besonders gut? Wo komme ich in eine positive Stimmung? Was entspannt mich? Was gibt mir Power? Was brauche ich zum Putzen? Was brauche ich zum Arbeiten? Ja, und da könnte ich mir das so zusammenstellen, einfach wirklich, und dann kann ich das auf Knopfdruck abspielen. Oder die Frage ist dann auch vielleicht noch, ja, und welche Lieder, welche Musik und welchen Schatz so fürs Leben möchte ich meinen Kindern auch mitgeben? Und gibt es dann auch manchmal Mamas, die sagen, oh, ich würde ja gern singen, aber mir haben schon so oft Leute gesagt, du kannst doch überhaupt nicht singen und es klingt immer schief, wenn du singst. Und gibt es da irgendwie was, was man da machen kann? Ich sage immer, wenn jemand sagt, ah, ich kann nicht singen, das gibt's einfach nicht. Singen kann jeder. Jeder hat eine Stimme und jeder kann auch singen. Und wir können ja so vieles lernen. Wir können ja auch lebenslang lernen. Und auch der Körper kann lernen, die Stimme so zu verwenden, dass die dann klingt. Und ich glaube, diejenigen, die sagen, ich kann nicht singen, die wollen halt eben, dass es auch schön klingt. Also für sie selber. Wir hören uns ja, wenn wir singen zum Beispiel, mit einem inneren Ohr, also das ist für uns selbst auch nochmal anders, das ist vielleicht auch ein Tipp, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mal meine Singstimme mal auf und höre mal, wie klingt die denn wirklich? Vielleicht ist es ganz anders, also für die anderen, ne, wie für mich selbst. Dann kann ich auch Stimmbildung machen, also ich bilde meine Stimme und kann dadurch mein Singen verbessern. Und ich glaube, letztendlich ist vor allem eins wichtig, sich trauen. Im geschützten Rahmen oder für mich selbst unter der Dusche, aber auch mit meinen Kindern und so, also das ist doch ein ganz wirklich ein geschützter Rahmen, da darf man sich trauen, da kennt man sich, da vertraut man sich, da darf man auch daneben singen. Aber Hauptsache ist so, man traut sich und man tut es doch. Und dann habe ich jetzt am Schluss, haben wir immer noch so drei Fragen und die würde ich dir jetzt gerne stellen und bitte möglichst kurz beantworten. Und zwar die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme? Die Socken meines Mannes auf dem Fußboden. Und vor allem Ungerechtigkeit und Egoismus. Mhm. Und wie kommst du selber im Alltag wieder runter, wenn es mal richtig stressig wird? Mit Musik, mit Joggen und auch durch die Verbindung nach oben, zum Beispiel im Gebet oder in der Herzmeditation. Mhm. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch? Dass Musik und Kultur als ein Menschenrecht gesehen werden. Und auch, dass mein Herz lacht und lebenslang Musik, dass die so
viel Unterstützung bekommen, dass sie ganz groß werden können und über unser Leben hinaus viele Menschen erreichen und glücklich machen. Ja, das hoffe ich auch, dass wir noch ganz viele Menschen erreichen. Liebe Annette, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Podcast. Danke, dass du das alles nochmal vorgestellt hast und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag. Danke, ich habe mich auch sehr gefreut und fand es ein sehr nettes und angenehmes Gespräch. Danke. Danke, tschüss. Tschüss. Wisst ihr, wie ihr eure Playlist des Lebens gestalten könnt, wie Annette so schön sagt. Und wenn ihr sie mal live erleben wollt, könnt ihr als Mein Herz lacht Mitglied ihr tolles Online-Angebot nutzen. Es ist garantiert barrierefrei und schenkt euch ganz viel neue Energie. Übrigens, bei Mein Herz lacht gibt es auch die sogenannte Fördermitgliedschaft für alle, die sich die normale Mitgliedschaft nicht leisten können. Dann übernimmt einfach ein Förderer euren Beitrag. Wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt, schreibt uns einfach, wir sind ganz Ohr. In der nächsten Folge haben wir übrigens mal einen Mann zu Gast, und zwar Rainer Müller. Er ist integrativ-therapeutischer Coach, Dozent und Theologe. Und er weiß, wie man am besten mit Ängsten oder starken Gefühlen umgeht. Außerdem erklärt er uns, warum es keine verbotenen Gedanken gibt und wie wir innerlich besser zur Ruhe kommen. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.